Willkommen bei Vedonella. Fernsehen in der antiken Welt. Bei meinen Recherchen in alten Manuskripten, Büchern, Chroniken und anderen historischen Schriftquellen stieß ich immer wieder auf die Verwendung des Fernsehens in der Antike. Natürlich kann es laut der offiziellen Geschichte so etwas nicht geben und alle Hinweise auf magische Spiegel sollten als Märchen betrachtet werden. Aber die Fakten sagen das Gegenteil. Das Fernsehen hat wirklich existiert. Es war viel fortschrittlicher als das moderne Fernsehen, da es ein Echtzeit-Feedback-Fernsehen war. Im Grunde genommen war es ein Videochat. Es handelte sich nicht nur um eine Einrichtung, die Bilder aus einem anderen Land zeigte, sondern um eine vollwertige Kommunikation per Videoverbindung. Beginnen wir mit einer besonders bedeutenden historischen Stätte, der 1575 errichteten Kolonnade della Medici, der ersten freistehenden Säule in Paris. Sie wurde auf Wunsch von Katharina von Medici als Teil des königlichen Palastes errichtet. Der dekorative Wert der 28 Meter hohen Säule steht außer Frage, doch der wahre Zweck, den Katharina mit dem Bau verfolgte, wurde nicht festgestellt. Das Innere der Säule ist hohl und beherbergt die Wendeltreppe, die einst Katharinas Privatwohnung mit dem Observatorium oder Werkstatt verband. Es wird angenommen, dass dieser Arbeitsplatz für Katharinas persönlichen Astrologen, manche sagen ein Zauberer, Comme Ruggieri, gebaut wurde. Der Astrologe war seit ihrer Kindheit mit der Königin befreundet und es heißt, dass sie ihn vor wichtigen Entscheidungen konsultierte. Der Platz an der Spitze der Säule war für ihn reserviert, um die Sterne zu befragen und seine Vorhersagen zu machen. Obwohl der Palast, für den die Säule gebaut wurde, nicht mehr existiert, steht die Säule immer noch und verbirgt ihre Wendeltreppe. Die Tür im Inneren ist jetzt geschlossen. Aber die Besucher können immer noch einen Blick auf das Gitter an der Spitze der Säule werfen und sich fragen, welche astrologischen Geheimnisse sich dort abgespielt haben. Ich glaube, diese Säule könnte eine Art Antenne gewesen sein. Vielleicht war es mehr als nur eine Antenne. Ich glaube, dass Katharina von Medici mit Hilfe des Gitters an der Spitze Fernsehen oder mit Menschen aus anderen Ländern kommunizieren konnte. Es ist besser, einmal zu sehen, als 100-mal zu hören. Deshalb schlage ich einfach vor, dass Sie sich Illustrationen aus alten Büchern ansehen und überlegen, was Sie da eigentlich sehen. Ist das nicht eine Tatsache der fortgeschrittenen Technologie der Vergangenheit? Maschenka sitzt in der Ecke des Zimmers, rollt den Apfel auf der silbernen Untertasse und singt vor sich hin. Rolle, rolle, süßer Apfel, auf den Silbertablett. Zeige mir Städte und Felder, zeige mir Wälder und Meere, zeige mir hohe Berge und schöne Himmel. Und plötzlich ertönte ein silberner Klang und die Umgebung wurde lichterloh. Ein Apfel rollt auf einer silbernen Untertasse und auf der Untertasse sieht man alle Städte, alle Wiesen und die Regimenter auf den Feldern und die Schiffe auf den Meeren und die Höhe der Berge und die Schönheit des Himmels. Die Sonne scheint klar hinter den hellen Mond, die Sterne gehen im Kreis, die Schwäne singen Lieder in den Teichen. Ein russisches Volksmärchen über ein Silbertablett und einen gießenden Apfel. Es ist leicht, solche Geschichten als Märchen zu betrachten. Meiner Meinung nach finden wir in solchen märchenhaften Beschreibungen zu vereinfachte Beschreibungen von Hightech-Geräten, die von überlebenden Generationen geerbt wurden. Es sei darauf hingewiesen, dass ich weiterhin an meiner Theorie festhalte, dass die Könige,
die Reichen und alle, die die Macht und die Fähigkeit dazu hatten, gezielt nach den Überresten von technologischen Geräten, Waffen und anderen Hightech-Gegenständen suchten, die von der vorherigen Zivilisation übrig geblieben waren. Die Medici zum Beispiel sind bekannt für ihre Leidenschaft, Antiquitäten zu suchen, und ich denke, das Erscheinen dieses Fernsehens war ein Ergebnis dieser Suche. Übrigens gibt es auf ihrer Säule sogar ein Flachrelief, das die Vorrichtung zeigt, mit der die Säule funktioniert. Das ist das Gerät, das auch Medici hatte und das es ihr ermöglichte, die Welt zu bereisen und mit Menschen in anderen Ländern zu kommunizieren, und zwar bequem von zu Hause aus. Hightech-Zauberspiegel wurden seit dem Altertum in der ganzen Welt verwendet. Und ihr Auftauchen ist immer mit der Technologie der Götter verbunden, wie im alten Sumerien, wo der Gott Enki diese Technologie mitbrachte. Nach dem globalen Untergang der vorherigen Zivilisation konnte ihr Erbe nicht vollständig verschwinden und diese Hightech-Geräte waren noch lange Zeit bis ins 18. Jahrhundert in Gebrauch und sind vielleicht auch heute noch in Gebrauch, allerdings im Verborgenen. Ich glaube, diese Geräte wurden von der Elite benutzt, um die Urzivilisation zu versklaven. Denken Sie daran, wie einfach es ist, mit Hilfe von Hightech-Geräten die Menschheit zu unterjochen und zu kontrollieren, wenn der Rest der Bevölkerung nicht über solche Geräte verfügt oder keine Ahnung davon hat. Ich kann es noch einfacher erklären. Cargo-Kult. Die Existenz von Cargo-Kulten ist seit dem späten 19. Jahrhundert bekannt, aber ihre Verbreitung nahm während des Zweiten Weltkrieges zu, als im Pazifischen Ozean Kämpfe zwischen den amerikanischen und japanischen Streitkräften stattfanden. Die melanesischen Inseln beherbergten damals zahlreiche Militärstützpunkte und Flughäfen, über die Waffen, Vorräte, Kleidung und andere Waren geliefert wurden. Ein Teil dieser Güter ging an die Eingeborenen dieser Inseln. Viele von ihnen hatten noch nie einen Eintopf, fabrikmäßig hergestellte Kleidung oder Klappmesser gesehen. Die Inselbewohner, die sich den Ursprung dieser Dinge nur als Manifestation eines Wunders erklären konnten, glaubten an die magischen Kräfte von Maschinen und anderen Gegenständen, Flugzeuge, Flughäfen, Zeltplanen, Funktürme. Nach ihrem Glauben hatten die Außerirdischen eine besondere Verbindung zu den Geistern der Vorfahren, für die sie unverdientermaßen Geschenke aus dem Himmel erhielten. Als der Krieg zu Ende war, hörte die Versorgung mit Dingen aus der zivilisierten Welt auf und die Eingeborenen beschlossen, dass sie die Geister für sich gewinnen könnten, wenn sie die Sitten und Gebäude der Fremden kopierten. Also imitierten sie das Verhalten des Militärs. Sie markierten Stadt- und Landebahnen, bauten lebensgroße Flugzeugnachbildungen aus Kokospalmen und Stroh, fertigten Ohrhörer aus Kokosnussschalen und Gewehren aus Stöcken, marschierten in Formation und malten Inschriften und Verzierungen der USA. All dies taten sie in der Hoffnung, dass auch sie himmlische Geschenke erhalten würden. Die Eingeborenen glaubten, dass amerikanische und japanische Flugzeuge aus denselben Palmen und denselben Stroh hergestellt wurden und dass sie durch die Magie von Geistern zum Fliegen gebracht wurden, mit denen die Fremden gelernt hatten, besser zu verhandeln. Dieses Phänomen ist als Cargo-Kult, wörtlich Kult der Fracht bekannt, eine Religion der Flugzeuganbeter. Heute ist dieser Glaube nur noch auf den Inseln von Vanuatu und den Teilen von Papua-Neuguinea verbreitet. Die Zeit verging und die Waffen der Alten, ihre Sender, Antennen, Fernseher, Laptops, Smartphones und ähnliche Geräte fielen nach und nach aus. Es gab niemanden, um sie zu reparieren. Selbst wenn es irgendwo noch solche Geräte gab, waren die Menschen nicht in der Lage, sie zu benutzen. Im Grunde sind wir alle wie diese Ureinwohner, die auf der Grundlage der Anbetung der Technologien der früheren Zivilisation leben. Obwohl ich sicher bin, dass die Elite, die die Menschheit regiert, sich des wahren Standes der Dinge bewusst ist, über die Existenz der alten Zivilisation und die Technologien, die sie hatte. Die Elite weiß es und sucht und findet mit Sicherheit solche uralten Hightech-Geräte. Ich denke, dies erklärt die plötzlichen Erkenntnisse und technologischen Durchbrüche, die in unserer Geschichte regelmäßig auftreten.
Die Technologien der Antike werden einfach von unserer modernen Elite benutzt, um sich selbst zu bereichern, indem sie neue Spielzeuge in die Konsumgesellschaft werfen, die es nicht nur erlauben, diese Gesellschaft zu kontrollieren, sondern auch, sie ihren Interessen unterzuordnen. Diesen Artikel fand ich auf der Seite Earth Chronicles. Falls du auch spannende Berichte und Theorien gefunden hast, kannst du sie gerne vorschlagen und ich mache ein Video darüber. Bis bald, dein Vidonella-Team.